Ah, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel, damit ich, dass ich die füttern kann. Boah, nein! Hey Freunde, Fix wieder hier und weiter geht's mit meinem Minecraft Hardcore Let's Play. Und ja, lasst gleich mal reingucken. Letzte Folge haben wir den Keller fertig gebaut. Ja, die Decke wollten wir noch machen und ich wollte eigentlich in eine Höhle. Hä? Ach, die Decke ist schon. Ich denke mir schon. Aber für mich sah das jetzt ein bisschen anders aus. Aber egal. Wer ist eigentlich dafür, dass wir hier die Tür so machen? Nee, ist egal. So, ich wollte mich jetzt eigentlich auf eine kleine Höhlenexpedition vorbereiten. Und deswegen mache ich das jetzt auch und ich tue da jetzt erstmal meinen ganzen Stuff. Ah, ich brauche hier noch neue Fenster wieder. Du blöder Wichser. Ich hasse Creeper. Das ist einfach der pure Hass in mir. Okay. Ich mache mir noch eine Dia-Spitzhacke. Und verzauber da irgendwas drauf. Und ich glaube, das müsste reichen. Ich mache mir noch einen Kompass, wollte ich mir auch noch machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das funktioniert. Aber wo ist mein Eisen? Ich finde mein Eisen nicht da. Aber schauen wir einfach mal. Ich glaube so und dann in die Mitte dem Bubble rein. Perfekt. Okay, was machen wir jetzt? Wir tun mal die. Ach, ich habe keine Lust, das jetzt aufzuräumen. Wir machen uns unten einfach noch eine neue Müllkiste. Und dann nehmen wir uns mal eine ganze Folge Zeit. Hallo? Dann nehmen wir uns mal eine ganze Folge Zeit und dann tun wir das alles ordnen. So, ein Stack Erde behalte ich. Oder? Ja, ein Stack Cobblestone habe ich hier hinten drin. Den behalte ich mal. Dann brauche ich noch einen Wassereimer. So, die Dias lassen wir mal da. So, ein Stack Kohle können wir auch behalten. Big Sticks nehmen wir mit. Die Pfeile lassen wir auch da. Die Axt lassen wir auch da. Und das Zuckerrohr. Und die Schere. Okay, dann brauchen wir noch einen Wassereimer. Ich glaube, ich mache mir auch noch mal eine. Ich mache mir auch noch mal eine Schaufel und eine Spitzhacke aus Eisen. Genau, das wollte ich tun. Wo ist das Eisen? Eisen. Hier. So, einmal noch eine Spitzhacke aus Eisen und eine Schaufel. Und wir brauchen viel mehr Sticks, damit wir hier genug Fackeln dabei haben. Okay, die Fackeln reichen erstmal. Das reicht auch erstmal. Ja, das passt schon so. So, haben wir genug Platz. Dann das Steak nehmen wir noch mit. Und dann, bevor wir losgehen, es ist Tag. Yay. Sind schon wieder am Schwimmen hier, ne? Okay, bevor wir losgehen, würde ich sagen, dass wir nochmal die Kühe füttern. Und da unser Weizen ist noch nicht fertig. Nehmen wir noch Samen. Samen! Okay. Ja, ihr Pisser, ey. Ah, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel, damit ich, dass ich die füttern kann. Boah, nein! Mann! Oh! Mann! Toll! Diese scheiß Creeper, Alter! Ich hab echt keinen Bock mehr, ey!
Okay, wenigstens haben wir uns. Ja, komm, dafür kriegt er jetzt wieder einen Trickshot ab. Soll ich wieder Dubstep? Ich kann nicht sprechen. Ein Dubstep-Trickshot. Stirb! Mann, so eine Scheiße, ey. Okay. Dann machen wir einfach wieder das scheiß Loch zu. Okay, da tun wir ein bisschen Steinchen rein. Da können wir eigentlich auch zwei Steine machen für den Weg. Jetzt habe ich nicht genug Erde dabei. Das ist falsch. Aber ich könnte mir eigentlich auch so, dass die... Ah, Mann, das will ich aber jetzt nicht machen. So, dass oben das Feld ist und unten das Wasser drunter, aber... Da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich wollte jetzt eigentlich in die Höhle starten und ich mache mal kurz hier meine Zeit an, damit ich auch die Zeit im Blick habe. So. Das klaut mir jetzt schon wieder so viel Zeit hier, diese Scheißgemache. So, blöder Creeper. Wo ist mein Wassereimer? Hier. Jetzt ist mein Beutel schon wieder voller Müll. So, Zauntor. Und jetzt fehlt ein Stück von dem blöden Zaun. Aber das ist mir jetzt egal. Ich mach das irgendwann anders. Oder ist das... Das ist doch der Zaun. Nehmen wir das hier mit. Ich glaube, unter unserem Haus ist eine Höhle, weil ich immer das Geräusch höre für eine Höhle oder was weiß ich. Aber ist mir egal. Ein Weizen, das reicht niemals. Dann müssen heute die Kühe einfach mal ohne Liebe zurechtkommen. Reicht denn zu essen? Ich glaube schon. So, genug gemacht und jetzt halt auf in der Höhle, würde ich sagen. Wo gehen wir lang? Hier, links, rechts, rechts, geradeaus. So, einmal im Kreis. Warum wächst der Baum nicht? Warte, ich hab da, waren wir doch letzte Folge, da hinten irgendwo. Und da war doch so ein komischer Steinberg. Da sind wir doch am Anfang in der ersten oder zweiten Folge auch drüber gelaufen. Okay, da war die komische Höhle, aber da ist nichts drin. Und jetzt schauen wir einfach mal hier weiter. Geht auch. So, hier lauter Steine. Ah, wir brauchen doch auch noch so ein paar rote. Dann nehme ich einfach die mit. Und ich bin ein Idiot, weil ich hätte meine Dia-Spitzhacke noch verzaubern können. Soll ich das schnell machen? Wie viel Zeit haben wir? 8 Minuten sind wir jetzt schon fast. Und ich renne nochmal schnell zurück zum Haus. Dann mache ich... Okay, wir machen das anders jetzt. Da haben wir wieder Kohle, ganz viel, ohne Ende. Wir machen das jetzt so, dass ich diese Folge noch das Feld hier fertig baue, wo der schöne Creeper wieder kaputt gemacht hat. Dann mache ich das Feld... Dann mache ich das Feld fertig und baue das ein bisschen um, dass wir halt unten Wasser haben und oben... Wisst ihr schon, ne? Dieses Feld. Und dann, ja, machen wir so weiter. Aber wie baue ich das jetzt am klügsten? Ich will ja eigentlich, dass das hier auf der Höhe ist, dann müsste ich... Wenn ich so mache, ich weiß nicht, ob das reicht, da dann Wasser drunter oder ist da kein Wasser drunter? Mal gucken. Ich habe das zwar noch nie gebaut, ne, aber scheint irgendwie jetzt ziemlich anstrengend zu sein. Aua, nicht machen. So, hier den Wassereimer wieder rein. So, wie baue ich das jetzt am besten? Entweder ich baue das komplett um oder ich baue hier über das komische, über den Fluss hier, See, was weiß ich. Oder hier hinten baue ich noch eins.
Ich baue es mal hier hinten, dann können wir es ausprobieren. Machen wir hier noch so, dass es schön symmetrisch, quadratisch, praktisch gut ist. Okay, machen wir es so groß. Jedes Mal habe ich was anderes vor. Okay. So, und jetzt hattest du doch theoretisch, wenn ich hier... Oh Mann. Wenn ich da jetzt überall Erde drüber mache, dann müsste da doch das Getreide wachsen können, weil das dann einfach das Wasser von unten nimmt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, nehmen wir die Erde hier mit. Mal ein bisschen formen hier. Wir könnten es eigentlich auch größer machen. So, so. Machen wir so, dass sich das wenigstens lohnt hier. Machen wir hier zu. Dann machen wir das hier weg, was ich hier wieder dumm reingebaut habe. Machen wir hier so. Ja, das ist doch ein gutes Feld. So groß muss das sein. Okay, jetzt brauche ich noch viel mehr Erde. Ich habe doch Erde noch im Haus. Bevor ich mir jetzt hier stundenlang Erde abbaue, dann hole ich mir die schnell, weil dann mache ich auch hier Erde hin. So nicht. Dann mache ich auch da Erde hin, damit das alles ein bisschen schöner aussieht. Weil ich will nicht, dass das da... Ich will nicht, dass das da so offen ist. Genau. Das ganze Sprechen, ey. Versprech mir hier meinen ganzen Mund. Wo zeigt der Kompass eigentlich hin? Zeigt er nicht auf meinem Bett? Mal, wenn ich hier mein Bett abbaue. Auf meinem Bett. Hinstell. Zeigt auf den Spawn, wo man hinkommt. Naja, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. So. Dann machen wir hier noch den Stein weg und dann die Erde rein und dann die Erde drauf und dann hier und dann dort. Und dann ganz schön viele Sachen machen wir. So, hier wollte ich jetzt halt. Ah, wir brauchen auch noch die komische Ding, dann hole ich das jetzt direkt. Wir haben schon 13 Minuten, das schaffen wir noch, Leute. Locker. Locker schaffen wir das. Wenn ich wüsste, was wir machen. Was habe ich vor? Hier. Ja. Yeah. Ohne Probleme machen wir das noch. So. Zack, 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 zack. Und dann hier. Zack, 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 zack. Machen wir hier mal kurz das weg, damit ich auch sehe, wo mein Feld ist. Machen wir hier, machen wir mal so. Boah, nicht unten drunter. Idiot. Okay, dann hier. Schau mal, schaut so aus, als ob die Blöcke über dem Wasser schweben würden. Ich hoffe, das funktioniert so. Das ist schön. Ganz viel Erde hinplatschen. So. Ah, das ist richtig cool, wenn das dann voller Weizen ist. Dann müssen wir eigentlich immer genug Weizen haben. Dann können wir uns vielleicht sogar auch so ein Brot machen. Oder was weiß ich. Ah, wie es ausschaut. Schaut ganz gut aus. Wenn ich mal hier eins mache. Ah, nee, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, es funktioniert so nicht. Warum nicht? Okay, Mist. Leute, dann müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Wenn es nicht so funktioniert, dann weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Ich hau jetzt trotzdem das Zeug da drauf. Warum funktioniert das so nicht? Das muss doch eigentlich theoretisch so funktionieren. Dann muss ich nochmal Google fragen. Egal, dafür haben wir hier unsere Weizenfarm. Und wer weiß, wie das funktioniert, dass das hier so
von unten das Wasser nimmt oder ob das nicht mehr geht, wegen, wegen der neuen Version, kann mir das gerne mal schreiben. Jetzt haben wir wieder nichts geschafft. Naja, dann sage ich, dass wir uns in der nächsten Folge einfach wieder beeilen, wieder in die Höhle sprinten, wie wir es eigentlich vorhatten. Aber ja, dann mache ich jetzt wenigstens noch hier den Boden zu mit den roten Steinen, damit wir das endlich fertig haben. Dann haben wir unseren Keller fertig und dann bin ich glücklich. Dann kann ich glücklich überleben und nicht sterben, weil ich will nicht sterben in dieser Welt. So. Und dann sage ich Ciao mit V und wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß!